haben ja schon alle so schön Platz genommen. Das ist nett, ja. Sie da hinten setzen sich aber nicht hin. Das heißt, ich habe den Dorf, wenn ich mir das in Großreine mache, mit einer Großreinmodulierung als Gehörchen. Ne? Jo, aber hier der Trägerpult, ne? Da muss ich nochmal irgendwie. Ne? Dann muss ich noch so beten, ob schick bringen hier. Denn, oh nee, das hätte ja nun gar nicht mehr Rednerpult. Das hätte ja nun Redipult. Wie Volksmüt, wie hätte ja nun das Wahlrecht kriegen, endlich. Ah! Oh, Entschuldigung. Sie haben mich jetzt gar nicht so richtig verstanden, ne? Aber keine Sorge, ich kann mich auf der hochdeutschen Kanzleisprache nicht fleißig. Also kein Rednerpult mehr, sondern ein Redipult. Ja, und warum? Hier lesen Sie selbst den Aufruf des Rates der Vorhedert, der Volksgemeinschaft an das deutsche Volk vom 12. November 1918. Ja, hier steht das klipp und klar. Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen. Lange noch hin, das wäre noch wirklich drüber, ne? Jo. Oh, lang hebt wie nur alle ums Drehen, nicht? Und es hat schon wirklich eine geraume Zeit in Anspruch genommen. Ja, ne? Aber den kam es plötzlich ganz schnell, ne? Dank der Novemberrevolution. Ne? Noch vor so 3-4 Monaten, da waren alle Parteien, außer den beiden sozialistischen, gegen das Frauenwahlrecht gewesen. Ja, aber dann kam Kurt Eisler, Vater von Söhnen, Kindern und zwei Ehen, von 7 Kindern aus 2 Ehen. Und der war der Anführer der Novemberrevolution von 1918 in München. Und er hat am 7. November nicht bloß den Freistaat Bayern ausgerufen, sondern auch das Wahlrecht für Frauen in Bayern. Ja. Und so musste denn die nur von Mannsleuten geführte provisorische Revolutionsregierung diesen Schritt auch auf Reichsebene vollziehen. Ah, und wir hätten also lange ums Leben, nicht? Dafür gekämpft. Ja. Schon 1895 hatte meine Partei, die SPD, eine parlamentarische Initiative zur Einführung des Frauenwahlrechts im Reichstag eingebracht. Erwartungsgemäß fand sie dafür aber keine Unterstützung. Ne? Selbst bei der Vorbereitung des Wahlgesetzes im August 1918 waren die meisten im Reichstag gegen das Frauenwahlrecht, ne? Das sogenannte starke Geschlecht wehrbar. Papa, alle Angst, ja. Politisch aktive Frauen können ihre Familienpflichten vernachlässigen und hätten sie erstmal das Wahlrecht, dann würden sie auch noch in der Familie der Ehe politisch kämpfen und abstimmen wollen. Das eröffnet außerordentlich bedauerliche Ausblicke, meinten die meisten Herren Reister. Aber ich helfe mir immer wieder gesplitten mit diesen Vertreterinnen der gemäßigten bürgerlichen Frauenbewegung. Diese Damen, die meinten doch glatt, die Frauen sollten erstmal durch ihre Mitarbeit im Frauenverein zeigen, dass sie das Frauenwahlrecht auch verdienten. Deshalb wollten sie auch nur ein eingeschränktes Wahlrecht für Frauen. So klar, ne? Wir hätten so richtig wieder geplündert, junge Männer. Naja, Lina Gustavus Heimann, ne? Und ihre Mitstreiterinnen von der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung, die waren schon viel mehr auf unserer Seite. Ja, die hatten 1902 in Hamburg den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht gegründet. Und damit war Hamburg eine Hochburg der Frauenstimmrechtsbewegung. Als denn die Damen
der gemäßigten bürgerlichen Frauenbewegung. Gesehen hatten wir im Ersten Weltkrieg Frauen in allen wirtschaftlichen Bereichen, die Männer ersetzen mussten. Aber weiterhin politisch rechtlos waren. Doch endlich waren sie mit uns Genossinnen einer Meinung und setzten sich endlich gemeinsam mit uns Genossinnen für das allgemeine und gleiche Wahlrecht für Frauen ein. Tja, und unterschrieb auch eine entsprechende Resolution an die Bürgerschaft mit. Doch das schürte das Mannsvolk in der Bürgerschaft ja nicht die Bohne. Da muss erstmal die Revolution kommen. Naja, nun muss ich hier im Rathaus nicht bloß den Schied von dem Anzug wegkleiden. Naja, war kein Profit weg, der für uns im Buch. Ne? Aber den geschickt ja nicht. Naja, wir hätten den Kindern nicht so viel lang die. Na, das übersetze ich jetzt nicht. Aber ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ja, werde ich meine Mama einmal den Mist fliegen lassen. Ja, tschüss. Ne? Willkommen alle zusammen heute am Internationalen Frauentag und nochmal ein ganz herzlicher Applaus für die wunderbare Herma Kühn, die wir gleich noch zweimal sehen werden. Und eigentlich hat sie schon alles gesagt. Eindrucksvoller kann man es kaum beschreiben, was wir heute feiern, nämlich nicht nur den Internationalen Frauentag, bei dem es darum geht, Errungenes zu feiern, aber auch dafür zu sorgen, dass wir weiter ordentlich Gas geben und natürlich noch viel Arbeit für uns haben, sondern auch sehr eindrücklich das Thema von heute beschreiben, 100 Jahre Frauenwahlrecht, aber dazu werden wir gleich noch mehr hören und mehr sehen. Ja, nochmal herzlich willkommen allen hier, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft. Ich muss mal gucken, ob sie inzwischen da ist und vor allem welche von den Vizepräsidentinnen. Nein, ich sehe sie noch nicht, vielleicht kommt sie gleich noch. Sehr geehrte Frau Andres, sehr geehrte Frau Professorin König, ich freue mich sehr, dass wir Sie zu diesem Anlass mal wieder nach Hamburg locken konnten. Wunderbar, dass Sie heute hier sind. Sehr geehrte Frau Hoog, die nachher die kleine Talkrunde moderieren wird und natürlich alle Abgeordneten, alle Vertreterinnen, Vertreter, Feministinnen, Feministen, alle, die heute hier sind, von Verbänden, Vereinen, Initiativen. Es ist euer Tag, es ist unser Tag und ich heiße nochmal alle ganz, ganz herzlich hier willkommen im großen Festsaal des Rathauses. Ja, beim Surfen im Internet, da lassen sich ja erstaunliche Dinge finden. Da gibt es zum Beispiel in diesen Tagen Vorschläge, was ein Mann seiner Frau als Zeichen der Achtung und Anerkennung zum Internationalen Frauentag am 8. März schicken könnte. Schmuck sei vielleicht willkommen oder auch ein Wellness-Gutschein, vielleicht ein gemeinsames Abendessen. Klingt jetzt erstmal lustig und Geschenke und Zeichen der Anerkennung sind ja gar nichts Schlechtes, im Gegenteil. Ich bin mir aber sicher, an Schmuck oder an andere freundliche Gesten haben die Frauen um Clara Zetkin nicht gedacht, als sie vor 107 Jahren den Internationalen Frauentag ins Leben gerufen haben, daraus gerufen haben. Diese Frauen wollten keine Geschenke. Sie forderten schlicht ihre Rechte als Menschen und Bürgerinnen ein. Die Frauen, die damals für ihre Rechte auf die Straße gingen, kämpften für bessere Arbeitsbedingungen, ein Arbeitsschutzgesetz, einen Mutterschutz und eine 40-Stunden-Woche, aber in allererster Linie kämpften sie für ihr Recht zu wählen und gewählt zu werden. Und dieser Kampf war erfolgreich, wir haben es gerade gesehen, an einigen Bildern und auch an der eindrücklichen Darstellung hier gerade von Herma Kühn. Dieser Kampf war erfolgreich. Und wir feiern heute uns, wir feiern gemeinsam die Frauen, die vor 100 Jahren gegen immense Widerstände beharrlich ihr Recht erkämpft haben, in freien und demokratischen Wahlen ihre Interessen zu vertreten und ihr Gemeinwesen gleichgestellt mitzugestalten. Und, wie eben schon gesagt, diese Rechte wurden ihnen nicht geschenkt oder gewährt. Und die Abgeordnete Maria Lüppert
machte dies in ihrer Rede, der ersten Rede einer Frau in einem deutschen Parlament vor der Weimarer Nationalversammlung im Februar 2019 auch sehr deutlich. Sie sagte, ich möchte hier feststellen und glaube, damit im Einverständnis vieler zu sprechen, dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa im althergebrachten Sinne dankschuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen das gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten war. Und mit dem Recht der Frauen, ihre parlamentarische Vertretung zu wählen bzw. selbst gewählt zu werden, war der Kampf um gerechte Teilhabe aber noch lange nicht gewonnen, sondern fing gerade erst an. Und in den letzten 100 Jahren mussten Frauen immer wieder um Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe im politischen und auch im privaten ringen. Und in gleichem Maße, wie sich die Gesellschaft änderte, haben sich auch im Laufe der Jahrzehnte die Organisationsformen des Kampfes verändert. Es waren, das haben wir auch eben schon gehört, es waren die Bildungs- und Arbeiterinnenvereine, in denen sich Frauen solidarisiert haben, um ihr vornehmstes staatsbürgerliches Recht, das Recht zu wählen, durchzusetzen. Frauen wurde damals noch verminderte Intelligenz und durch ihre Gewehrfähigkeit eine natürliche Bestimmung für den privaten, scheinbar politikfernen Bereich zugeschrieben. Kann man auch mal sagen lassen. Die 70er Jahre waren da geprägt durch eine Frauenbewegung auf der Straße und in autonomen basisdemokratischen Frauenzentren. In den 80er und 90er Jahren zogen die Frauen durch die Institutionen. Das war auch die Zeit, in denen viele Gleichstellungsstellen eingerichtet wurden. Und ich bin mir sicher, dass hier im Saal, ich bin mir nicht nur sicher, ich weiß es, viele Frauen sind, die sich an diese Zeiten noch gut erinnern können oder, als Adresse an die Jüngeren, hier deren Mütter davon erzählt haben. Und nach allem, was durch dieses unermüdliche Engagement erreicht wurde, so schien es manchen, als sei die Auseinandersetzung um Gleichstellung und Frauenrechte ein für alle Mal entschieden. Gleiche Teilhabe von Frauen und Männern, eine Selbstverständlichkeit und Gleichstellungspolitik obsolet. Falsch gedacht, wir wissen heute, und auch das war Thema im letzten und eigentlich auch schon im vorletzten Jahr hier und in vielen anderen Runden und Diskussionen und Aktionen, die dieser Tage wieder stattfinden, rund um den Internationalen Frauentag, dass dies ein Trugschluss war. Denn heute mehr denn je, Gleichstellungspolitik und dem Engagement für Frauenrechte schlägt teilweise, und Sie spüren das, ich spüre das, ihr spürt das, ein eisiger Wind entgegen. Da wird gegen angebliche Gender-Ideologie gepoltert, Quotenregelungen werden generell abgelehnt, der Equal Pay Day wird als Propagandaaktion verunglimpft und die Rückkehr zum generischen Maskulinum in der Sprache gefordert. Gleichstellungsbeauftragte und Genderforschung sollen gleich abgeschafft werden. Und wäre das nicht schon alles besorgniserregend und ärgerlich genug, so zeigt uns die Wahl oder hat uns die Wahl im September letzten Jahres, die Bundestagswahl, wieder deutlich vor Augen geführt, dass wir abermals einen geringeren Anteil an weiblichen Abgeordneten im Deutschen Bundestag haben. Es sind jetzt 30,9%, so wenig hatten wir das letzte Mal vor 20 Jahren. Das heißt also auch hier, wenn es um Gleichstellung geht, muss eigentlich das vermeintlich Erreichte wieder neu verteidigt oder neu erkämpft werden. Liebe Frauen und auch einige Männer, die ich teilweise schon gesehen habe, es wurde in den letzten 100 Jahren enorm viel erreicht. Und niemand würde ernsthaft bestreiten, dass Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen sichtbarer und auch einflussreicher geworden sind. Aber wir alle wissen, wie viel es noch zu tun gibt, um die Gleichstellung von Frauen und Männern gelebte Wirklichkeit werden zu lassen. Und eine Frau als Kanzlerin ist noch kein Indikator für Gleichstellung in unserer Demokratie und kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts und 70 Jahre nach Verabschiedung des Gleichberechtigungsartikels im Grundgesetz weiterhin immense strukturelle Benachteiligungen bestehen und nahezu überall in den politischen Entscheidungsgremien Männer die Agenda setzen und die Entscheidungen fällen. Schon Elisabeth Selbert, eine Mutter des Grundgesetzes, beklagte im Jahr 1981 die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist schlicht Verfassungsbruch in Permanenz. Dieser treffenden Analyse, glaube ich, muss nichts hinzugefügt werden. Frauen wollen die Hälfte der Macht, nicht ein Viertel, nicht ein Drittel, nein, sie wollen die Hälfte und ich denke, da sind wir uns hier in diesem Saal alle einig. Liebe Frauen, andere Gäste.
Ja, und dann wird den Frauen immer wieder entgegengehalten, und das sind sicherlich Situationen, in denen sich auch jede von Ihnen und euch hineinversetzen kann. Sie würden sich nicht um politische Ämter und Mandate bewerben. Schließlich würde man einfach keine kompetenten Frauen finden. Es ist bemerkenswert, wie schnell die Frage nach der Kompetenz gestellt wird, wenn es um die Teilhabe von Frauen geht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen oder euch geht, aber aus meiner Sicht wäre es ein enormer Beitrag zur Gleichstellung, wenn die Forderung nach einem Kompetenznachweis auch so rigoros für Männer gelten würde. Und Sie aus dem Bereich der Wissenschaft, der Kultur, des Sports, der Verbandsarbeit, aus den Gerichten. Ich kann mir eigentlich immer gut vorstellen, wenn es um Ämter und Funktionen und Mandate geht, welche Frau man fragen könnte oder welche aufstrebende Nachwuchsfrau vielleicht für ein bestimmtes Amt geeignet ist und könnte da auch Empfehlungen geben. Ich brauche nur in diesen Saal zu schauen und sehe überaus kompetente, ich sehe kämpferische, ich sehe beharrliche, unerschrockene Frauen, die in den vielfältigsten Herausforderungen zwischen Beruf und Familie, zwischen gesellschaftlicher Verantwortung unterwegs sind und jedem Amt und jeder Aufgabe gewachsen wären. Und ich glaube, diesen Mut und dieses Selbstverständnis, das müssen wir noch sehr viel stärker auch in alle Bereiche, in denen wir wirken und tätig sind, auch tragen. Und natürlich wählen nicht alle den Weg in die Parteien oder Parlamente. Die Mittel, Formen und Instrumente für den Kampf um die Gleichstellung von Frauen und Männern haben sich in den letzten 100 Jahren verändert. Sie sind heute so vielfältig, wie es Lebensentwürfe von Frauen in Deutschland und der ganzen Welt gibt. Immer mehr findet frauenpolitisches Engagement ausschließlich auch im Internet statt. Damit ist das Internet und hier insbesondere die sozialen Netzwerke, ich sage nur Aufschrei oder MeToo, ein Instrument der Sichtbarkeit, der Partizipation von Frauen, die der rasanten Digitalisierung der Gesellschaft auch Rechnung trägt. Traditionsvereine, lockere Frauennetzwerke, institutionalisierte Gleichstellungspolitikerinnen oder Netzfeministinnen, alle Aktionsformen, alle Organisationsformen von Frauen für Frauen, gern auch mit Männern zusammen, sind gleich wichtig, um Gleichstellung in unserem Gemeinwesen voranzutreiben. Liebe Frauen, liebe Gäste, liebe Männer, die hier sind, Sie engagieren sich hier in Hamburg in den verschiedensten Bereichen und Initiativen für die Förderung von Frauen, für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie sind hauptamtlich in Betrieben, an Hochschulen, an Gerichten tätig, ehrenamtlich in Vereinen, Initiativen, Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Beratungsstellen, Projekten. Und wir haben festgestellt bei der Einladung für heute, dass der Kreis derjenigen, die in unserem Verteiler sind, immer weiter anwächst, immer neue Organisationen dazukommen, dass es immer mehr Netzwerke, sicherlich auch bedingt durch viele Entwicklungen weltweit, ich sage nur Trump, ich sage Rollback in Europa, viele nicht nur auf die Straße bringt, sondern auch aus einer Wut heraus gesagt wird, jetzt will ich was tun, jetzt will ich mich engagieren und jetzt will ich mich auch irgendeiner Gruppe anschließen. Und das haben wir gespürt in den letzten Monaten, dass da ganz viel entsteht. Und ich freue mich heute, nicht nur viele bekannte Gesichter hier zu sehen, sondern auch einige neue Kontakte hier zu knüpfen. Jedenfalls ist unser Verteiler riesengroß geworden im letzten Jahr oder über das letzte Jahr. Und viele von Ihnen sind Vorbilder, zum Beispiel in einer Führungsposition in der Wirtschaft oder Politik, als Geschäftsführerin oder Vorsitzende eines Verbandes oder einer Organisation. Und ohne den Einsatz aller von Ihnen, egal an welcher Stelle und an welchem Ort Sie kämpfen und streiten, wäre eine erfolgreiche Gleichstellungspolitik nicht möglich. Und deshalb möchte ich auch die Gelegenheit heute nutzen, am Internationalen Frauentag, Ihnen allen für Ihr unermüdliches Engagement, für Ihren Kampf, für Ihr Generve, für ihr Reden, für ihr Aufstehen, für ihr auf die Straße gehen, ganz, ganz herzlich danken. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann will ich schließen noch mit einem Appell. Denn ohne Frauensolidarität ging es vor 100 Jahren nicht und es geht auch heute nicht. Die gegenseitige Unterstützung ist heute unverzichtbar, um die Hälfte der Macht zu erringen. Die frühere amerikanische Außenministerin Madeleine Albright hat mal behauptet, es wäre ein besonderer Platz in der Hölle reserviert für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen. Jetzt
kenne ich mich mit dem Jenseits nicht so aus, aber wenn es um die Gegenwart geht, da bin ich mir sehr gewiss, dass wenn wir alle mit unseren unterschiedlichen Organisations- und Aktionsformen gut zusammenwirken, analog, digital, dann ist die Chance groß, nicht mehr nur das Erreichte erfolgreich zu verteidigen, sondern auch endlich wieder in die Offensive zu kommen. Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Das zeigen die vielen Aktionen in diesen Tagen auf der Straße, in den Kammern, in den Hörsälen zu den unterschiedlichsten Themen, von Equal Pay bis hin zu Arbeitszeitmodellen, von der Frage Gewalt an Frauen bis hin zu Sexismusdebatten und Rollenverteilung in der Gesellschaft. Es gibt an unheimlich vielen Stellen noch wahnsinnig viel zu tun. Das gilt auch für die Frauen in allen Regionen in dieser Welt, die teilweise noch um elementarste Rechte kämpfen müssen, an die wir auch an diesem Tag in besonderer Weise denken sollten. Deshalb mein Appell, lasst uns noch solidarischer sein, das macht uns kämpferischer, lasst uns unterhaken, lasst uns weiter Netzwerke bilden, vertiefen, intensivieren, uns gegenseitig unterstützen, global, europäisch, national und auch gerade hier in Hamburg. Das wird gut und ich freue mich dann auf viele Initiativen, die wir gemeinsam in den nächsten Monaten anschieben, um dann hoffentlich auch weitere Erfolge in den Jahren feiern zu können. Vielen Dank.